Hallo und willkommen zurück hier zum Mass Effect Legendary Edition mit mir, der Mal von der letzten Folge. Haben wir das hier aufs Maul gekriegt? Kommt nicht ihr Wichser her? Aua. Sich heilen. Darf ich gerade nicht nehmen? Warum durfte ich es gerade nicht wählen? Hör das hier mal auf. Weiß halt jetzt, ob ich da lang muss oder da lang muss. Es ist nahezu unmöglich, genaue Solarmessungen durchzuführen. Die Strahlung zerstört ständig unsere Geräte. Die Sonne dürfte sich nicht so verhalten. Noch vor wenigen Jahrhunderten war sie stabil. So schnell sterben Sterne nicht. Auf der rechten Seite. Das kommt jetzt gerade recht. Das raffinierte Zero. Neutralisiert. Wir brauchen eine Probe des Kerns, um den zeitlichen Ablauf der Strahlungszunahme zu rekonstruieren. Aber unsere Ausrüstung lässt uns ständig im Stich. Shepard hat mal auf Deerum zum Entfernen von Geröll einen Minenlaser benutzt. Vielleicht kriege ich sowas ähnliches mit Sprengladungen hin. Ja, möglich wäre das. Wir brauchen eine Probe des Kerns, um den zeitlichen Ablauf der Strahlungszunahme zu rekonstruieren. Wow, 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 wow. Uff. Das ist ein bisschen hart hier. Da ist er weg. Wow, 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 wow.
Kommt denn der jetzt her? Ausgezeichnet, das wird reichen. Jetzt schnell weg hier. Der Explosionsradius ist beträchtlich. Mache Boom! Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Ja, mehr Schaden. Marianische Architektur. Hübsche Formen. Wenn wir ein ganzes Gebäude von hier wegschaffen könnten, würde ich mit Sicherheit einen Käufer finden. Unsere Vorfahren sind ohne Kopfbedeckung durch diese Hallen geschritten. Die Sonne muss damals ganz normal gewesen sein. So viel Platz. Steinmauern. Ganz erstaunlich. Ich wünschte, meine Freunde könnten das sehen. Ich wünschte, Shepard wäre hier. Oh. Ali Sora an Basislager. Komm, Basislager. Oh. Moment, Ali. Tali, hier spricht Shepard. Tut mir leid, aber alle hier sind tot. Die Überlebenden müssen sich zurückgezogen haben. Wir wussten, dass diese Mission sehr riskant war. Verdammt. Und was tun Sie hier, Shepard? Wir sind mitten im Gebiet der Geth. Ich war gerade in der Gegend und dachte mir, ich könnte Ihnen ein wenig zur Hand gehen. Danke fürs Kommen, Shepard. Es freut mich sehr, Ihre Stimme zu hören. Cole Rieger und die verbliebenen Marines haben mich ins Observatorium gebracht. Von ihrer Position aus durch die Tür und über das Feld. Ich habe die Daten, die ich wollte, und bin im Moment sicher. Aber draußen sind ziemlich viele Geth. Was für Forschungsdaten haben Sie gesucht? Es geht um die Sonne dieser Welt. Sie altert schneller, als sie sollte. Ich erzähle Ihnen mehr darüber, sobald weniger Geth auf uns schießen. Würde es helfen, wenn ich die Normandy herhole? Ich bezweifle es. Diese Gebäude sind Jahrhunderte alt. Wenn Sie sie unter Beschuss nehmen, bricht die komplette Anlage über uns zusammen. Ist noch jemand bei Ihnen oder sind Sie allein? Eine Gruppe von Riegers Marines hat mir Feuerschutz gegeben, als ich zum Observatorium gelaufen bin. Einige von Ihnen müssten noch am Leben sein. Ich kann hören, wie Sie draußen auf die Geth schießen. Jemand hat anscheinend die Tür für die Geth versiegelt und die Konsole ist beschädigt. Können Sie sie von Ihrer Seite aus öffnen? Warten Sie mal. Ja, das geht. Jetzt. Sie müsste jetzt offen sein. Seien Sie vorsichtig, Shepard. Und bitte tun Sie Ihr Möglichstes, damit Rieger am Leben bleibt. Immer noch. Merkwürdig. Meistens, wenn ich einen Waffen gespendet habe, habe ich kurz davor eine neue Waffe bekommen oder krieg eine. Dass ich sie auf jeden Fall der Falter austauschen kann. Oder vielleicht ist es jetzt im Nachhinein wegen der Tempest. Ja, weil die Locust fällt mir eigentlich mehr. Ja. Erstmal hier drauf machen. Mit dir geht es nicht. Oh, ich habe Eis drauf gemacht. Aus Versehen. Das müsste überall Dings drauf sein.
Ach, ich habe sie sogar schon in der Hand. Ich dachte gerade, das sei die Rohkost. Nehme ich es. Kann ich doch nicht wechseln? Okay, der Wechsel ist spackt. Ich muss mit dem Mausrad drehen. Das ist aber doof. Sie haben uns gesehen. Aura verschwunden. Irgendeine Art von Tarnvorrichtung. Der ist tot. Einer ist erledigt. Der ist tot. Ohne Probleme. Der setzt sich vor mich hin. Sehr intelligent. Mann, hält der aus. Das kommt jetzt gerade recht. Ja klar. Da kommt jemand. Auf den Boden. Wunderbar. Muss doch nicht. Einmal Heckhorn. So, Hexhort. Was haben wir denn da? Oh je. Ein Brummer. Uff. Anwesenheit des Kampfläufers. Das wird stressig. Da kenne ich mich nicht aus. Alter, duck dich doch. Ich kümmere mich darum. Alter. Okay. Das hatte ich jetzt auch noch nicht. Das Game ist gecrashed. Was ist mir neu? Ja, und wie immer gilt, Abstürze werden nicht ausgeschnitten.
jetzt müssen wir das wechseln wieder. Mit dem hole ich die großen Waffen raus. Na super. Also müssen wir erstmal hinkommen. Koloss reaktiviert sich. Vorsicht! Hier rüber! Entdeckung! Topführer Call Rieger von den Marines der Migrantenflotte. Wir hatten vor der Ankunft des Landungsschiffes Funkkontakt. Ich weiß immer noch nicht, weshalb sie hier sind. Aber jetzt ist nicht die Zeit, große Ansprüche zu stellen. Tali ist drin, da drüben. Die Guests haben den Rest meiner Männer getötet und werden versuchen, zu ihr vorzudringen. Es ist mir lediglich gelungen, ihre Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Sind Sie sicher, dass sie immer noch am Leben ist? Das Observatorium ist gut gepanzert. Selbst die Guests brauchen einige Zeit, um da durchzukommen. Und es ist schwer, eine Tür aufzukriegen, wenn man unter Raketenbeschuss steht. Die Guests haben fast Zugstärke. Aber das Schlimmste ist der Koloss. Das Ding hat ein Reparaturprotokoll. Er duckt sich und setzt sich selbst in Stand. Wenn er geduckt ist, kriege ich ihn nicht ordentlich ins Visier. Ich habe versucht, näher ranzukommen. Und dann hat mir einer ihrer Scharfschützen ein Loch direkt durch den Anzug geschossen. Wie schlimm ist der Schaden an Ihrem Anzug? Kampfsiegel geschlossen, um die Kontamination zu isolieren. Und ich schwimme in Antibiotika. Vielleicht erwischen mich die Gäste. Aber ich werde jedenfalls nicht mitten im Kampf an einer Infektion draufgehen. Das wäre ja beleidigend. Was können Sie mir über das Schlachtfeld sagen? Rechts befindet sich ein Steg mit einer Art Ausguck für Scharfschützen. Von dort aus könnte man ordentlich Schaden anrichten. Aber keiner von meinen Männern ist an den Gäste vorbeigekommen. In der Mitte gibt's Deckung. Aber der Koloss hat sie auf dem ganzen Weg dahin im Schussfeld. Und die Guests können von beiden Seiten angreifen. Links haben sie Deckung vor dem Koloss. Dafür haben die Guests freies Schussfeld auf sie. So haben sie auch mich erwischt. Schlechte Aussichten, egal von welcher Seite man das betrachtet. Irgendeine Idee, wie wir mit dem Koloss fertig werden? Das Standardvorgehen gegen Einheiten der Kampfläuferklasse ist Schwächen der Schilde und Niederringen. Sie wissen schon, mit Insektenbissen umbringen. Aber das Reparaturprotokoll macht diesen Plan zunichte. Wenn man versucht, ihn niederzuringen, duckt er sich einfach und setzt sich selbst in Stand. Was immer wir also unternehmen, muss diesen Mistkerl schnell verschrotten. Vermutlich müssen wir dazu näher ran, an der Deckung da vorbei. Kriegen wir hin. Wir müssen zu Tali. Irgendwelche Vorschläge? Nur ein! Ich kann kaum noch laufen, aber Abzug drücken ist kein Problem. Und ich habe einen Raketenwerfer, den die Sonne noch nicht gegrillt hat. Sie gehen näher ran. Ich beschäftige den Koloss und ruiniere vielleicht sogar seine Schilde. Mit etwas Glück können Sie ihm dann den Rest geben. Na dann. Sie haben schon genug getan, Rieger. Sie müssen nicht Ihr Leben wegwerfen. Ich habe Sie nicht um Erlaubnis gefragt. Meine Aufgabe ist, Tali zu beschützen. Wir haben auf unserer Seite nicht genug Leute, um Ihnen einen abzugeben. Halten Sie sich raus! Ich stehe nicht tatenlos rum, während Sie in die feindliche Schusslinie laufen. Sie haben meine gesamte Einheit erledigt. Und wenn Sie Ihre Einheit ehren wollen, geben Sie mir Feuerschutz. Ich brauche Sie hier, falls Sie Verstärkung kriegen. In Ordnung, Shepard. Wie Sie wollen. Machen Sie sie für mich fertig. Kila Selai! Bereit machen! Ja, ja. Erstmal hier hin. Erstmal hier hin. So, der ist weg, der ist weg, der ist weg. So. Weg mit dir. Aua. Stelle Kontakt her. Was ist das?
So, ich bin in der Flanke zum besten Stück. Warum war hinter mir keiner? Ich dachte, da steht Mordin. Sie gehen näher ran! Beschäftigen die Kolonne! Sie haben schon genug getan, Riga! Sie müssen nicht ihr Leben wegwerfen! Ich habe Sie nicht um Erlaubnis gefragt! Meine Aufgabe ist, Tali zu beschützen! Wir haben auf unserer Seite nicht genug Leute, alles nochmal machen. Um ihn abzugeben! Halten Sie sich raus! Ich stehe nicht... Und wenn Sie Ihre Einheit... Oh je. Was seid ihr jetzt vertauscht? Ich habe Schilde verloren. Hoch. Wenn ich loslaufen wollt. Rennen! So, jetzt ist der auch im Arsch. Uiuiuiui, das war... Uff. Erstmal in Ruhe gucken. Ich habe die Tür verschlossen, damit nicht noch mehr Gäste reinkommen. So, das müsste es gewesen sein. Ja, bis gleich.
muss ja erstmal noch gucken, was hier an Loot rumliegt. Damit haben wir alles eingesammelt, denke ich mal. So. Ich muss nur schnell diesen Download beenden. Guten Tag, Tali. Danke, Shepard. Ohne Sie wäre ich niemals lebend aus diesem Raum rausgekommen. Diese gesamte Mission war eine Katastrophe. Ich wünschte, ich hätte mich Ihnen damals auf der Freedom's Progress angeschlossen. Aber ich konnte nicht zulassen, dass jemand auf einer so riskanten Mission meinen Platz einnimmt. Viele Quarianer haben hier ihr Leben verloren. War es das wert? Ich weiß nicht, Shepard. Es war nicht meine Entscheidung. Der Admiralitätsrat war der Ansicht, dass die Informationen hier jedes Opfer wert ist. Ich muss glauben, dass sie wissen, was das Beste ist. Ich habe nicht gefragt, welcher Ansicht irgendein Admiral ist, sondern was Sie davon halten. Viele sind hier gestorben. Einige davon waren meine Freunde. Und alle haben ihre Sache gut gemacht. Diese verdammten Daten müssen schon ziemlich wertvoll sein, um diesen Preis zu rechtfertigen. Was können Sie mir über Ihre Forschungsarbeit hier sagen? Haystrom's Sonne wird instabil. Zur Zeit der Quarianischen Kolonie war sie ein normaler Stern. So schnell ändert sich das normalerweise nicht. Irgendeine Ahnung, was die Sonne destabilisiert? Ich würde vermuten, dass das Innere des Sterns von dunkler Materie beeinflusst wird. Der Effekt ist ähnlich wie bei Sternen, die beim Eintreten in die rote Gigantenphase Masse abstoßen. Aber Haystrom's Sonne ist dafür viel zu jung. Warum auch immer, es freut mich, dass ich helfen konnte. Sobald Sie die Daten abgeliefert haben, könnte ich sie auf der Normandy brauchen. Ich habe versprochen, diese Mission zu Ende zu bringen. Das habe ich getan. Ich kann mit Ihnen gehen und die Daten an die Flotte schicken. Und wenn die Admirale ein Problem damit haben, können sie zum Teufel gehen. Ich habe gerade mit angesehen, wie mein ganzes Team gestorben ist. Vielleicht nicht Ihr ganzes Team, Ma'am. Riga, Sie haben es geschafft. Ihr alter Captain ist so gut, wie Sie sagten. Der verdammte Koloss hatte überhaupt keine Chance. Die Normandy kann sie im Bedarfsfall von hier wegbringen, Riga. Die Geth haben unser Schiff nicht beschädigt. Solange wir von hier wegkommen, bevor Verstärkung eintrifft, ist alles in Ordnung. Ich werde sie nicht begleiten. Ich schließe mich Commander Shepard an. Ich übergebe die Daten dem Admiralitätsrat und erstatte Bericht, was passiert ist. Ich überlasse sie jetzt Ihnen, Shepard. Beschützen Sie sie. Tja, gerne doch. Tempest, Waffe, Upgrade, Money, Iridium. Bisschen mehr Material hätte ich gerne gehabt, aber mein Gott, man kann nicht alles haben. Cerberus hat Aufnahmen von Ihnen im Einsatz, Talizora. Wir freuen uns darauf, Sie im Team zu haben. Ihre technischen Kenntnisse werden für die Mission von großem Vorteil. Ich kenne Sie nicht, aber Cerberus hat die Sicherheit der Migrantenflotte bedroht. Nett und freundlich zieht bei mir nicht. Deshalb sind Sie hier, Tali. Ich brauche Leute, die nicht zu Cerberus gehören und denen ich vertrauen kann. Ich hatte nichts mit dem zu tun, was der Migrantenflotte widerfahren ist. Aber ich verstehe Ihr Misstrauen. Hoffentlich können wir das im Laufe unserer Zusammenarbeit hinter uns lassen. Ich hatte angenommen, Sie wären undercover tätig, Shepard. Vielleicht sogar mit dem Plan, Cerberus zu zerschlagen. Falls das der Fall ist, leihe ich Ihnen eine Granate. Falls nicht, arbeite ich für Sie. Aber nicht für die. Wenn's hilft, sehen Sie sich doch mal auf der Normandy um, solange Sie hier sind. Wir haben ein paar Upgrades. Ich besorge Talizora die nötige Sicherheitsfreigabe, damit sie auf unsere Systeme zugreifen kann. Bitte, tun Sie das. Ich kann nicht Teil Ihres Teams sein, wenn ich nicht weiß, wie das Schiff funktioniert. Vergessen Sie nicht, Shepard, dass diese Leute es für eine gute Idee gehalten haben, Torianische Creeper und Rachni zu versklaven. Ich bin auf dem Maschinendeck. Vergessen Sie nicht, sich bei Edi vorzustellen. Der neuen künstlichen Intelligenz des Schiffes.
Du machst es nicht besser, Jacob. Das war wohl das Blödeste, was du sagen hättest können. Naja. Möchte ich gucken, was Kelly sagt? Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Na dann. Das sehen wir uns gleich an und ich sage danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wisst, ja, like und subscribe und für deine, wenn ihr es noch nicht übrigens getan habt, die Notation aktivieren, dass YouTube was mehr von uns sehen wollt. Wollt euch YouTube nicht benachrichtigen, was mein Boot abgeht, gibt es auch den Twitter-Account von Dennis, dem ihr ein Follow reindrücken könnt und auf alle Schiedsanzeigen einstellen solltet. Dann solltet ihr safe sein und mitbekommen, wenn was bei uns abgeht. In der Hinsicht, bis zur nächsten Folge und wir schauen dann, was die Crew so zu sagen hat jetzt. Ob es Neues gibt oder. Naja. Ansonsten würde ich dann. Was soll ich denn machen? Eine Loyalitätsmission nach Ilium will ich jetzt noch nicht gehen. Mal sehen. Bis dann.